In Europa wird gewählt, doch viele Menschen können mit der Europawahl nichts anfangen. Die EU, das ist doch so weit weg und total abstrakt. Das zeigt auch die Wahlbeteiligung. Die ist europaweit in den letzten 40 Jahren von über 60 auf nur noch gut 42% zurückgegangen. So weit, so schlecht. Dabei geht Europa uns alle an. Ich würde den Mehrwert, wenn man das so nennen würde, Europas mit dem Slogan umschreiben, ein Europa, das schützt und vor allem die Bereiche Umweltschutz, Verbraucherschutz oder auch Datenschutz, was zunehmend wichtig wird in unserer Gesellschaft, hier anführen, die uns alle unmittelbar betreffen als Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch als Verbraucher. Man kann sogar sagen, dass in vielen Bereichen, die auch das tägliche Leben betreffen, das Europaparlament wichtiger ist als das nationale Parlament, weil das nationale Parlament in diesen Bereichen eigentlich nur noch EU-Vorgaben umsetzt in nationales Recht. Beispiel Reisefreiheit, gebührenfreies Roaming oder das Verbot von Einwegplastik. Alles wichtige Entscheidungen für unsere Zukunft. Zurück zur Wahl. Alle 5 Jahre wählen wir das Europaparlament. Die Wahl findet vom 23. bis 26. Mai statt. Jedes Land kann also seine Wahlgewohnheiten beibehalten. Die Niederländer wählen donnerstags, wir Deutsche wie immer. Immer wieder sonntags. Ein einheitliches europäisches Wahlrecht gibt es nicht. Die Wahl ist frei, unmittelbar und geheim. Jedes Land wählt nach eigenem Recht. Mal werden einzelne Kandidaten gewählt, mal eine Partei. Anders als bei der Bundestagswahl haben wir in Deutschland nur eine Stimme. Die können wir an eine der 40 Parteien auf dem Stimmzettel vergeben. Die gewählten Vertreter schließen sich, je nach politischer Zugehörigkeit, mit ihren Kollegen aus den anderen Ländern in europäischen Fraktionen zusammen. You son of a bitch. Insgesamt ziehen 705 Abgeordnete ins Europaparlament ein. Je nach Größe des Landes sind es unterschiedlich viele. Malta oder Luxemburg stellen nur 6 Parlamentarier ab. Deutschland bekommt mit 96 Vertretern die meisten Sitze. Scheitert der Brexit, wächst das Parlament auf 751 Sitze. Das Chaos in Großbritannien überschattet die Wahl. Dadurch gehen wichtige Themen verloren. Es wird zu wenig thematisch debattiert. Es gibt eine zu starke Polarisierung für oder gegen Europa. Also es wird selten die Frage gestellt, welches Europa oder zu selten wollen wir eigentlich haben. Wir haben sehr zentrale Themen, die eigentlich im Fokus stehen müssten. Also wie geht es mit der Eurozone weiter? Wie gehen wir mit der Flüchtlings- und Migrationspolitik um? Klimapolitik, die ja auch junge Menschen auf die Straßen treibt. Außenpolitische Herausforderungen in dem neuen internationalen Kontext. Und die Liste könnte man verlängern. Ein weiteres zentrales Thema ist auch dieses Mal die Sorge vor dem Rechtsruck in Europa. Rechtspopulisten gibt es im Europaparlament aber oft schon länger als in den nationalen Parlamenten. Sie sind also nichts Neues. Die britische UKIP oder der französische Front National sitzen zum Beispiel seit Jahrzehnten in Straßburg und Brüssel. Aber es könnte natürlich noch mehr Zuwächse geben. Und dann das, was man so in einem Bild als Salatschleuder bezeichnen könnte, also wenn man den Salat schleudert, dann schleudert er an den Rand, dass zu viele Stimmen an den Rand gehen und dass dann die Mitte, die Parteien der Mitte zusammengehen müssen, um überhaupt noch etwas durchzusetzen im politischen System, wo es immer auch um Interessenausgleich geht. Von daher ist das jetzt natürlich auch eine richtungsweisende Wahl für die Rolle des Parlaments und auch für die Gestaltungsfähigkeit der Europäischen Union. Bei all der Schwarzmalerei gibt es aber auch viele positive Signale. Das zeigen Bewegungen wie Pulse of Europe, die tausende Menschen auf die Straße bringen. Besonders junge Menschen identifizieren sich mit der europäischen Idee. Europa kann also auch begeistern.